Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Lieblingskatzenspiel Stray. Perfekt, wenn man sich schon in der Anmod verhaspelt. So, hier haben wir das letzte Mal ein Foto gemacht. Das lese ich mir jetzt nicht durch, eine Erinnerung. Der Kollege möchte eine Decke, weil ihm ist halt kalt so. Jetzt sollen wir eine Decke finden. Hier sieht es auch nach Decke aus, das ist ein Bett, Mann. Ich glaube, es hier keine Decke geben. Step mal nach unten zu dem anderen Typen. Hast du vielleicht eine Decke? Was ist hier denn hier? Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein, haben aber seit zwei, ja, eine Seele. Hoffentlich finden die Außenwelt eines Tages einen Ausgang aus dieser Hölle. Bezeichnet Momo, I guess. Das ist ein Schlafplatz. Wieso kann ich hier nicht eine Decke nehmen? Muss wahrscheinlich dieser, brauchst viel zu lange, Mann. Ich muss wahrscheinlich zu dieser Strickerin mir dort... Ich hole mir von euch eine Decke. Nee, wenn Oma die gemacht hat, dann frage ich die hier. Die heißt einfach Oma, wie cool. Ich liebe es zu stricken. Ja. Wenn du ja, etwas Stromkabel brauchst. Meine Question ist halt, wo kriege ich ein Stromkabel her? Ich bin nicht sehr motiviert, hier ewig lang rumzulaufen. Für ein bisschen, Kabel. Ich habe was zu trinken. Gerade, dann halt nicht. Tschüss. Befindet sich hier... Hier drinne gibt es bestimmt keinen Strom. Wo kann man denn den Stromkabel bekommen? Du siehst krass aus. Nein, scheinbar nicht. Bräuchte ein Strom. Wo kriegt man denn in einer Stadt, die nur aus Technik besteht, ein Stromkabel her? Kann ich nicht einfach hier so eins abreißen? Howdy! Du gibst mir was und... Ja, ja, das Beste auf dem Markt. Zum Tauschen will ich ein Super Spiritus Reinigungsmittel. Wäre aber lieb, wenn ich... Eine Dose. Das hab ich! Da sind wir. Gut, da haben wir das Notenblatt gegettet, guys. Ein uraltes Relikt. Für drei Dosen bekomme ich das. Ah ja. Wir holen jetzt aber erstmal Reinigungsmittel oder dann steppen wir zu dir zurück. Ey. Sehr höflich und freundlich von ihm, dass er uns einfach ein bisschen Reinigungsmittel, den Stuff hier gibt. Wo muss ich denn hin? Da hoch. Und hier links. Hier rechts. Ich muss sagen, ich finde mich in der Stadt noch nicht ganz zurecht. Aber das ist erstmal nicht so schlimm. Weil wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Suche Farbeimer-Typ. Ah, hier hinten links, genau. Reinigungsmittel. Und dann... Was her? Ist doch Reinigungsmittel. Aber das kann ich nicht mitnehmen, weil das Spiel möchte, dass man ein einziges, ganz bestimmtes mitbringt. Nämlich das hier. Genau, so, dann steppen wir mal zu unserem Kollegen zurück. Gotta go fast, fast, gotta go fast. Die Musik ist aber auch immer so mysteriös, als würde gleich irgendwie komplett Explosion und Feuerwehr hier abgehen. Ja, du kriegst ein Reinigungsmittel. Vielen Dank. Das Stromkabel brauchen wir jetzt bei der Oma, damit die uns was strickt. Und die war hier... Hier. Nein. Ich habe was ganz Leckeres für dich. So, dann mach mal bitte so eine schöne Decke. Das wäre wundervoll. So, wieso? Hallo?
Ich will vielen Dank sagen, aber der nimmt das. Vielen Dank! Mikrofon schon wieder ganz komisch. Dankeschön. Tschüss! Und dann back to Elliot. Ja, ich will doch hier Vollgas. Zack, 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 zack. Kollege, ich bin wieder da. Ich muss nur kurz zu deinem Chef hochsteppen. Ich habe was ganz, ganz Leckeres für dich. Poncho! Lass sie mich anprobieren. Aber natürlich. Gar kein Problem. Schau, kein Bibbern mehr. Ich kann jetzt wieder arbeiten. Danke. Jetzt kann ich einen Peilsender definitiv reparieren. Lass mich übersehen, ich muss noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila. Muss das updaten. Das hätte ich aber auch hingekriegt. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Okay. Dann steppen wir doch back zu... Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier war er nicht. Hier hinten. Irgendwo oder nicht? Hier runter und... Wen suchen wir eigentlich nochmal? Den Typen hier. Genau. Famous. Hast du es geschafft, die Peilsender zu reparieren? Ich nicht, aber ein sehr netter Helfer hat das für mich übernimmt. Gut gemacht. Gib ihn R. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Das ist doch eine gute Idee. Außer ich muss jetzt wieder hier 10 Stunden telefonieren. Guck dir meine Drift Skills an. Zack. Ich bin die einzig wahre Mario Kart Katze. Und Shazam. Können Hunde das nicht so? Hunde können das doch mega strong. Oh mein Gott. Kann ich einfach durch den laufen? Ich dachte, ich wäre jetzt richtig gut mit dabei. Lauf doch weiter. Also ich weiß, also ich habe die Story soweit verstanden, das hier sollte ein Zufluchtsort sein, aber wurde halt nie wieder geöffnet, so. I guess wir müssen hier rein. Das muss es sein. Es hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Muss es wissen. Auf geht's. Das ist doch mal eine gute Idee. Mr. Seamus? Ob ich hier wirklich weiter will, das ist eine gute Frage. Es sieht hier nämlich nach Zurks. Soll dir hinterhergehen oder gehst du mir hinterher? Ich würde mich nämlich hier gerne nochmal vorher überall umschauen. Ne, ich glaube, wir müssen ihm hinterher. Er hat sogar gesaved, als würde jetzt was passieren. Sieh dir all diese Zurkeier an. Die werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zurks werden mich ganz sicher töten. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Okay. Ich werde diese Tür öffnen. Okay, wir steppen hier durch. Guys, ich habe Angst.
Hallo? Hier passiert gar nichts. Boah, ey. Diese Blumen hier nicht geisteskrank. Ich wollte euch jetzt eine krasse Blume liefern, aber irgendwie will das Game. Hier! Sieht das nicht geisteskrank schöner? So! Da dürfen wir nicht lang. Ich glaube aber, da sollten wir lang. Das ist die Kanalisation, da waren wir doch ursprünglich auch. Sackgasse. Hui! Und wir kommen nicht mehr zurück. Let's go! Und B-spammen. No one will get us! Ah, mein Gott! Oh mein Gott! Ach du meine Güte, ich bin doch schon weg hier. Ach du Güte. Jumpen! Smart wie Automarken! Let's go! Ja, auch wird gejumpt! Oh mein Gott! Weg hier! B gedrückt lassen oder halt spammen. Kein Risiko eingehen. Achtung, meine Güte. Einmal outsmarten und unten durch. Oh, 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 knappe Sache. Double A-Spam. Safe? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal hier drauf und bringen nachher drüben. Ich glaube, runterfallen an der Stelle keine allzu gute Idee. Oh, Schwung holen und dann rüber. Krass, krass, krass. Wieder Schwung holen und rüber? Ich glaube schon. Ja, da sehe ich mich. Da runter, hier hin und hoch. Und springen. Oh mein Gott. Was? Das war so nicht geplant. Ah! Oh mein Gott. Hä? Ich wollte wegbleiben. Alles okay? Das war ein heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Das finde ich ganz gut. Das war mega krass cool. Oh nein! Ich schon wieder. Das Ganze entspannt hier. Wieder alles gut? Das ist so krass viel auf. Jetzt mal weiter. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nach oben. Ich glaube, hoch ist unser nächstes Ziel. Hoch fühlt sich nämlich ganz gut an. Ja? Shazam! Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Was war eigentlich dann da geradeaus? Ging es da geradeaus nicht wahr? Hier ist ein Kabel. Ich werde bestimmt mit interagieren, ja. Keine Ahnung, was ich hier reintun kann. Ein Stromgenerator, aber es scheint halt zu benötigen. Okay. Das heißt, wir sind jetzt in einer neuen Area und müssen uns hier umgucken. Ich laufe mal diesem Kabel hinterher. Tu mal so, als wüsste ich ganz genau, wo ich lang muss. Hier rein. Aber wenn hier was ist, ist das Haus vielleicht bewohnt. Da ist jemand. Salut. Oh, warte, du bist kein Zirk. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Seamus, schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Das klingt jetzt tatsächlich erstmal nicht so gut. Aber
Da kickt die Einsamkeit. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Du hast Menschen gesehen, die so aussahen? Diese Menschen. Ein weirdes Volk, Leute. Ein weirdes Volk. Menschsein ist sowas von 2010. Also wer heutzutage noch Mensch ist, ganz weirde Leute. Soll mich hier umsehen, sagst du? Hack mal ein bisschen rein. Okay, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das ist dein Zokomat. Das ist der Zokomat. Ey, sei vorsichtig mit dem Flux. Bei voller Ladung kann der Zug wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt. Da ist sie, Leute. Da ist sie. Die Zurück in die Zukunft-Einspielung. Als Marty McFly in der Zeit zurückreist. Und dann bei Doc auch rauskommt und Doc sagt, dass wir 1,21 Gigawatt brauchen. Geil. Und der einzige Generator, der hier draußen so viel Saft hat, ist der vom Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Das waren Safety-Zirks. Sie machen immer alles kaputt. Sie sind voll doof. Aber ich bin nicht so schnell wie du. Vielleicht schaffst du es, wenn du den Generator reißt und die Sicherung auswechselst. Dann können wir ihn aufladen. Komm schon, folge mir. Ich zeig, was du tun musst. Einfach eine Zurück-in-die-Zukunft-Anspielung. Hier. In Stray. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel. Alles an diesem Spiel ist so wunderbar perfekt. Alles an diesem Spiel ist so wunderbar perfekt. Ach ja. Ich hoffe, ihr habt alle Zurück in die Zukunft gesehen. Wenn nicht, schaut das nach. Das ist eine Filmreihe, in der es um Zeitreisen geht. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Das sah eher aus wie ein Widerstand, aber das ist okay. Und mach die Sicherung jetzt da rein und dann folgt dem Kabel, dann schaffst du das. Viel Glück. Ja, let's go. Dem Kabel folgen. Also, zurück in die Zukunft, falls ihr das wirklich nicht kennt. Es geht darum, dass jemand es schafft, 1985 eine Zeitmaschine zu entwickeln. Im ersten Teil reisen sie die Vergangenheit. Im zweiten Teil in die Zukunft. Weil die Kinder von dem einen ein paar Probleme haben. Und im dritten Teil sitzt sie im Wilden Westen und dann wird die Zeitmaschine zum... Magische Dinge, die passieren. So, setzen wir doch mal hier die Sicherung ein. Wenn das echt eher wie ein Widerstand aussieht. Ist ja auch egal. Ja, du hältst mir die schon ab und ich komme in der Zeit zu dir gesnappt. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Hoch da. Oh. Rein da. Ich bin weg. Ich bin. Oh mein Gott. Shazam, es hat funktioniert. Hast du gesehen, wie stark er ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment. Vielleicht kann ich den Defluxer an die Drohne befestigen. Der Zokomat heißt das, nicht der Flux, heißt der Zokomat 3000 irgendwas. Da sehe ich mich doch am ehesten noch. Es hat geklappt, der Flux heißt jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist zwar nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen, also wenn du ihn zu oft benutzt, dann wird er kaputt gehen. Denk daran, es ist gefährlich. Also, lass uns zurück ins Dorf. Also, ich werde den gar nicht benutzen. Frage, wie ich den benutze? Okay. Ah ja, wir haben da eine Leiste, die sich auffüllt links. Wenn die voll ist, sind wir wahrscheinlich down. Lass uns die Tür auf. Damn euch aus eurem Leben. Alles safe. Wir machen die alle weg und dann können wir hier durch. Boah, das funktioniert super.
Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Ja, ich will trotzdem mal testen, was passiert, wenn er überhitzt, natürlich. Aber nun gut, steppen wir weiter. Hallo, kleine Zurkis. Werde euch vernichten. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschalten wurde. Wie kann das denn nur passieren? Hier lang, das hier rein. Hier rein komme ich aber nicht. Vielleicht komme ich so hier rein. Nee, so maybe nicht. Ah, guck mal, ich muss den hier aus dem Weg rollen. Damit ich mit dem hier lang steppen kann. Weil ich bin so eine schlaue Katze. Ich habe das wie Sherlock Holmes im Kopf herausgefunden. Wie weit ist es noch? Sind wir bald da? Hallo? Ich glaube, das reicht. Fand ich, wenn man so... Ja. Ah ja, hier ist... Nein, das nicht Sass oder so. Sind safe keine Zurks! Ach du meine Güte. Shazam, ihr seid alle down. Waren das alle? Ich glaube schon. Lauf mal hier hinter. Ja. Ich mach. Oh mein Gott! Da kommen noch mehr. Oh, nicht, dass das kaputt geht. Ich habe Angst, dass B12 kaputt geht. Okay. Ich glaube, wir müssen weiter. Aber wohin weiter? Kollege? Das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Ja. Dann komm doch jetzt auch mit, Mann. Hier sieht keine mehr. Ich habe die alle kaputt gemacht. Ja, komm mit. Da kommen jetzt wieder gleich welche. Ich schmeck das doch. Da vorne sind sie. Das ist aber sehr sass hier, dieser lange Gang. Ich bin auf alles gefasst. Nein, hier ist auch nichts. Lass mich vor. Aber hier ist doch safe was. Das hört sich schon so an. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zurks wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Ach, das freut mich. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben was Gutes getan. Ja. Und als nächstes gehen wir zu Momo, der hier auf uns wartet. Oder auch nicht. Wurde gesagt, er wartet hier. Ach, da!
Wir sind wieder da und du hast ein echt cooles Boot. Da würde ich doch gerne mal mitfahren. Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden hast, den die Fluxer bekommen hast. Damit können wir jetzt Balthasar finden. Let's go! Yeeha! Kanalisation. Sieht sehr, weiß ich nicht, aus hier. Also hier jetzt so gerne durchlaufen, ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Okay, wir haben es getan und jetzt müssen wir warten, bis es wieder ganz und okay. Aber es geht nicht davon kaputt. Jetzt wissen wir auch, was passiert, wenn es überlastet ist. Ja, er hat so einen Regenbogen gesehen. Ach ja, oh. Das sieht jetzt aber nicht so schmackhaft aus. Da möchte ich doch Kontakt eher vermeiden. Aber wir kommen hier relativ ganz gut durch. Kann ich blenden, guck mal. Hey! Ich glaube, hier muss ich was machen. Ja, das dachte ich mir schon. Da hoch. Hier und dann darüber und da drüben. Nein? Ich glaube, wir müssen noch weiter. Warum ist das Mikrofon auf einmal so weit weg? Ich glaube die ganze Zeit, dass ich am Übersteuern bin, weil ich habe mal wieder neue Mikrofoneinstellungen. Und kann. Oh. Ich habe mich des Todes gerade erschrocken. Geh weg. Das war ganz dumm. Ja, ich spam doch. Doch auf, ich bin. Einer. Okay. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Das ist mega eklig, Mann. Ich mag die Viecher nicht. Feuerlöscher. Schade. Leiter hoch? Auch nicht. Hier! An den Hebel und den Hebel drücken. Ich bin hier! Kannst du mich abholen? Ich kann hier nicht aufs Boot jumpen. Aber hier ist die Ecke. Zack! Reifen wir weiter! Ich glaube, ich habe irgendwo einen Fehler gehabt. Das habe ich gemerkt gerade. Egal. Wir sind hier schön auf Schifffahrtreisen. Ist das nicht schön? Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist toll. Denn da kann man so viel Sumpf um sich herum erkennen. Toll. Qualitätscontent, für den ihr abonniert haben müsst. Kann ich auch in das reinspringen? Selber schwierig, glaube ich. Kann mich hier aber ganz genau gucken. Ich glaube, wir fahren nach da rechts. So aus, als müsste man da raus. Hier hinten ist alles zu weit um. Ich glaube, wir fahren nach da. Ja, doch. Ja, okay. Ich glaube, man muss nach da oben. Und da. Da drauf, da drauf. Nee, da kommen wir nicht. Oh, aber hier gibt es eine Cutscene. Und Zurks. Ich glaube, das hast du sensationell gut kaputt gemacht. Hier führt ein Kabel nach Tür. Krass. Ich dachte vorher, dass man maybe hier hochkommt, aber tut man scheinbar nicht.
Deswegen. Oh ne, wir müssen fort zur Tür. Ne, kommen wir nicht rüber. Das hat mir jetzt auch nichts gebracht hier. Und jetzt springen? Dann slidet man ein bisschen. Das war so mein erster Gedanke. Maybe von hier. Zack! die alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich hoffe, ich kann sie per Telefon. Wir hätten einfach nur mit dir reden müssen. Ah, du musst hier eine Kette ziehen. Was muss ich in der Zeit machen? Den Controller, der todesheftig wird genießen. Ich glaube, ich muss da durch. Ich kann nicht weiter. Ich werde nicht aufhören. Wenn du es bald an Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Weil hier schon ist sehr unangenehm. Weiß ich nicht, ob ich hier weiter will. Wir müssen es wohl oder übel tun, aber erst beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da, damit ich weiß, dass ihr das Projekt genauso krass findet wie ich. Abonniert den Channel, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Wir sehen uns, bis dann. Ciao, ciao, Leute.